Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Haustierkampfguide. Diesmal geht es um das Turnier der Erhabenen. In diesem Guide stelle ich euch alle Trainer vor und verrate euch, wie ihr sie mit so wenig Haustieren wie möglich besiegt. Auch die Änderungen, die uns zu Legion erwarten, habe ich natürlich mit einbezogen. Da dieser Guide aus mehreren Videos besteht, um euch einen besseren Überblick bieten zu können, findet ihr am Ende des Videos die Verlinkungen zu den anderen Teams. In diesem Video stelle ich euch nun die vier Erhabenen vor. Diese kommen immer dann nach den drei Trainern, die ihr vorher besiegen müsst. Fangen wir nun auch gleich einmal mit dem ersten Erhabenen an, und zwar mit Chi-Chi. Hier brauchen wir nur zwei Haustiere. Einmal die Voodoo-Statuette mit den Fähigkeiten Flammenatem, Wilde Magie und Fäule. Als zweites dann eine besudelte Ratte, zu finden in Massen im Teufelswald, aber auch hier gibt es viele andere Alternativen, die wir wählen können. Wichtig ist hier einfach die Fähigkeit Stampede. Kommen wir dann einmal zum Kampf. Als erstes startet nun die Voodoo-Statuette. Diese setzt nun zweimal die Attacke Flammenatem ein. Danach ist es auf jeden Fall wichtig zu passen. Danach folgt nun die wilde Magie und dann ist unser Haustier auch schon besiegt. Da es aber ein untotes Haustier ist, wird es natürlich wiederbelebt und wir können weitermachen. Nun folgt die Attacke Fäule und wir frischen nun noch einmal den Flammenatem auf. Danach werden wir dann nun unser Haustier wechseln, und zwar auf unsere Ratte. Hier ist es nun wieder wichtig, einmal zu passen. Danach setzen wir nur noch die Stampede ein und Chi-Chi ist besiegt. Und weiter geht es nun mit Zao. Hier brauchen wir auch nur zwei Haustiere. Und zwar als erstes ein wildes Jadeschlangenjunge mit den Fähigkeiten Blitzschlag herbeirufen und abheben. Zu fangen im Jadewald. Alternativ kann man aber hier auch das wilde Goldschlangenjunge nehmen. Als zweites brauchen wir dann einmal Klein Bling. Diesen bekommen wir durch das Blinkentron Geschenkpaket. Aber auch sehr oft ist er im Auktionshaus findbar. Als erstes setzen wir nun unsere Jadeschlange ein. Diese benutzt nun Abheben und wir weichen die ersten Attacken aus. Nun rufen wir einmal den Blitzschlag herbei. Nun ist es auf jeden Fall wichtig, dass wir wechseln, und zwar auf Klein Bling. Dieser setzt nun als erstes einmal den Goldregen ein. Danach folgt noch die Inflation und schon ist auch Zao schnell und einfach besiegt. Als nächstes kommt nun Zufu. Hier brauchen wir diesmal aber drei Haustiere. Einmal den ruhigen mechanischen Jedi, zu fangen ist er in Winterquellen. Wichtig hier ist es, dass man die Attacke Blitzschlag herbeirufen auswählt. Dann einmal den Aufziehgnom, den bekommen wir durch den Beruf Archäologie oder auch ist er oft im Auktionshaus findbar. Und als drittes ein Huhn, zu finden zum Beispiel im Kolai-Gipfel, aber auch hier gibt es viele andere Alternativen, die ihr wählen könnt, wie zum Beispiel auch die Hühner im Westfall oder Dämmerwald. Und dann geht's eigentlich auch schon los. Als erstes setzen wir nun den Yeti in den Kampf. Dieser nutzt die Fähigkeit Blitzschlag herbeirufen. Danach wechseln wir auch schon auf den Aufziehgnom und benutzen die Attacke Geschützturm aufbauen. Und nun wechseln wir zum letzten Mal nochmal unser Haustier und unser Huhn kommt ins Spiel. Hier setzen wir nun die Fähigkeit Char ein und schon haben wir gewonnen. Zufu gehört auf jeden Fall zu den etwas stärkeren Gegnern, aber mit diesen drei Haustieren hier ist er auf jeden Fall schnell und einfach besiegt. Kommen wir nun einmal zum letzten Erhabenen, und zwar zu Yula. Hier gibt es nichts Besseres wie Mr. Biggle, aber diese Katze können wir nur durch den Erfolg mit Leine auf Schlachtzug bekommen. Nur haben leider den Erfolg auch viele noch nicht und ich möchte euch auf jeden Fall hier noch eine Alternative anbieten. Und zwar mit zwei Hasen eurer Wahl. Sie müssen die Fähigkeiten Kratzen, Ausweichen und Eingraben haben. Hasen findet ihr zum Beispiel im Konlai-Gipfel, Tonglong-Steppe oder auch im Hial. Kommen wir nun einmal zum Kampf mit den zwei Hasen. Wir setzen nun einmal den ersten ein und benutzen zweimal die Fähigkeit Kratzen. Danach weichen wir der Attacke aus, dann kommt wieder einmal das Kratzen und dann folgt das Eingraben. Nun wiederholen wir diese Rotation so lange, bis Yula besiegt ist. Sollte der erste Hase einmal sterben, dann einfach den zweiten einsetzen und die Rotation weiterführen.
Kommen wir dann einmal zum Kampf mit Mr. Wiggle. Hier beginnen wir nun mit Klaue, danach folgt das Eisgrab und wenn Jula abhebt, setzen wir unsere Eisbarriere. Hier ist es auf jeden Fall wichtig, dass wir einmal passen. Dann folgt noch zweimal die Fähigkeit Klaue und dann beginnt die ganze Rotation wieder von vorne. So ist Jula dann auch ganz schnell mit nur einem Haustier besiegt. Das waren auch schon die vier Erhabenen. Solltet ihr noch Fragen haben zum Kampf, dann gerne damit ab in die Kommentare. Ich habe jetzt hier auch wieder extra Haustiere gewählt, die man entweder leicht bekommt oder einfach darauf geschaut, dass wir so wenig Haustiere wie möglich nutzen. Ich hoffe auf jeden Fall, der Guide hat euch ein wenig weitergeholfen. Nun findet ihr noch weitere Videos zu den anderen Teams verlinkt. Ich wünsche euch auf jeden Fall an dieser Stelle viel Spaß beim Turnier und wir hören uns natürlich, wenn ihr es möchtet, zum nächsten Video wieder. Bye bye!